Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ich spreche heute über die vierte Dimension. Wisst ihr, das ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich lebe ein neues Leben, ein glückliches Leben. Ich erlebe die Gnade Gottes. Ich habe durch die Gnade Gottes dieses Geheimnis erkannt. Dieses Geheimnis, dass Gott wirklich unbegrenzt ist, dass alles in diesem Leben möglich ist, dass alles möglich ist. Du kannst alles haben, was du brauchst. Du kannst die Herrlichkeit Gottes wirklich sehen. Man muss nicht sterben und Schweiß und Blut geben, wie ich es 12 Jahre lang getan habe. Ich hatte keine Ahnung. Ich betete 8 Stunden lang. Ich tat mein Bestes. Ich fastete. Wir taten alles, was wir konnten, bis der Heilige Geist es mir aus Gnade offenbarte. Und dann kam ein neues Leben. Und heute ist die Frage eine andere. Heute weiß ich, wie ich die dritte Dimension der materiellen Welt beeinflussen kann. Wie man die kommenden Ereignisse beeinflussen kann. Wie man eine schwierige Situation einem zugutekommen lassen kann. Wie kann man das tun? Gottes Engel sind real, Freunde. Dämonen sind auch real. Und wenn wir über die vierte Dimension sprechen, solltet ihr wissen, dass sie funktioniert, sowohl positiv als auch negativ. Und die vierte Dimension, warum ist das so? Weil der Teufel Gott kopiert. Man könnte sagen, er versucht dasselbe zu tun, nur im Negativen. Er ahmt dem Heiligen Geist nach. Und er versucht auf genau dieselbe Weise mit dir zusammenzuarbeiten. Viele schlimme Dinge, die in deinem Leben passiert sind, sind geschehen wegen des Gesetzes der vierten Dimension, wo ihr dem Teufel die Tür geöffnet habt. Viele Ereignisse hast du selbst in deinem Leben verursacht. Ihr selbst habt sie erschaffen, doch ihr habt es unbewusst getan. Viele Dinge, die geschehen sind, wurden von dir persönlich erschaffen. Und als du von falschen Gedanken erfüllt warst, als du von falschen Bildern erfüllt warst, unterlagen danach falsche Gefühle der Angst und Niederlage und so weiter dem Gesetz der Schöpfung. Als ihr das angeboten habt, nutzte der Teufel dies aus. Und er sorgte für Unruhe in deinen Ereignissen, in deinen Umständen. Er machte alles so, wie du es ihm durch deine Gedanken gesagt hast. Wenn wir heute über die vierte Dimension sprechen, geht es also um eine völlige Veränderung unseres Lebens. Viele Menschen können über die schrecklichen Dinge sprechen, die sie in ihrem Leben erlebt haben. Und wenn sie darüber sprechen, kommt es zu echten Wundern. Nur Wunder im negativen Sinne. Und diese Wunder, wisst ihr, sind so negativ, dass es einfach schrecklich ist. Die Person sagte, stell dir vor, eines Tages war mein ganzes Leben ruiniert. Und als es passierte, sagte er, ich konnte nichts dagegen tun. Obwohl die Person einfach nicht wirklich wusste, dass sie etwas dagegen tun konnte. Aber wie? Durch das Gesetz der vierten Dimension und die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Sagt jemand Amen darauf? Wenn du also etwas Negatives und Schlechtes erlebt hast, solltest du wissen, dass du selbst es in dein Leben angezogen hast. Du selbst hast es erschaffen. Und selbst wenn es dir von Geburt an vererbt wurde, kann es nur durch deine Gedanken geschehen. Denn das Wichtigste, was existiert, ist der Fluch des Verstandes. Und wenn der Teufel agiert, denk daran, dass er den Verstand eines Menschen beeinflusst. Deshalb haben Menschen bestimmte Neigungen, die sogar vererbt werden, durch vererbte Flüche, durch auferlegte Flüche, Verhexungen und so weiter, um deinen Verstand zu beeinflussen, damit du anfängst, so zu sehen, damit du anfängst, so zu verstehen, damit du Negativität in dir hast, in deinen Gedanken. Und wenn dir all das passiert und du dich nicht daraus befreien kannst, hör mir zu, bist du dann am Haken. Und der Teufel fängt an, dein Morgen zu erschaffen. Er fängt an, Umstände zu schaffen, unter denen du in noch mehr Dunkelheit versinken wirst. Doch wenn wir hier sitzen, liebe Freunde, liebe Zuschauer, während wir diesem Wort zuhören, müssen wir erkennen, dass wir heute die Karten aufgedeckt haben. Wir haben heute alles gesehen. Als ich das begriffen habe, habe ich verstanden, dass die Karten aufgedeckt worden sind und ich nicht mehr im Dunkeln tappe, dass ich nicht mehr ein Mensch bin, der nicht wusste, wie alles zustande kam. Ich dachte immer, es sei Schicksal. Ich dachte immer, dass vielleicht Gott selbst das so gewollt hat. Ich lebte und demütigte mich und dachte, vielleicht will Gott ja, dass ich arm bin, dass ich generell ein elender Mensch bin, dass ich einen sehr kleinen Dienst habe, dass alles schlecht ist, dass ich nie Geld habe. Ich
habe es nicht verstanden. Aber wisst ihr, das Erstaunliche ist, dass als ich das Geheimnis um die vierte Dimension gelüftet habe, ich erkannt habe, dass Gott das alles nicht vorbestimmt hat, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, dass ich es meiner Denkweise zuzuschreiben habe, dass es meine Vision war, dass es mein Verständnis vom Leben, von mir selbst und meine Wahrnehmung war. Mir wurde klar, dass ich in einem großen Problem steckte. Und da habe ich angefangen, an mir selbst zu arbeiten. Und ich sage euch heute, wenn wir darüber sprechen, ist das nur die Startlinie. Du fängst gerade erst an. Du bist gerade erst losgegangen. Und das ist der Weg, den du für den Rest deines Lebens gehen musst. Du musst dich weiterentwickeln und dich trainieren. Als die Karten aufgedeckt wurden, habe ich alles verstanden. Ich habe alles erkannt. Mir wurde klar, dass Satan nicht in meinen Lebensumständen wirkte, nicht in meinen Finanzen, nicht in der Art und Weise, wie ich dachte, dass er es tun würde, in meinem Dienst, in meiner Stadt. Nein, er wirkte in mir. Hört ihr mich oder nicht? Er hat nur meine Gedanken kontrolliert. Und ich erkannte, dass, wenn ich die Richtung meines Denkens ändere, die Art meines Denkens, wenn ich den Geist meines Denkens ändere, die Schrift sagt, erneuere den Geist deines Verstandes. Und wenn ich ihn erneuere, kann kein Dämon in meiner Stadt etwas tun. Hört ihr das oder nicht? Kein Dämon wird in meinem Land etwas ausrichten können. Kein Dämon wird in der Lage sein, meine Finanzen zu kontrollieren. Kein Dämon kann mich angreifen. Denn wenn ich den Geist meines Verstandes erneuere und mit dem Heiligen Geist zusammenarbeite, ihr sollt verstehen, dass wovon wir sprechen, ist ein Geheimnis, was ich euch gerade sage. Wenn du durch Gedankenaktivität mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest, hör genau zu, der Heilige Geist ist der allmächtige Gott. Es ist unmöglich, den Heiligen Geist anzugreifen. Hört ihr mich oder nicht? Kein Dämon kann jemals zucken. Niemals. Verstet. Brüder und Schwestern, ich versuche nur, euch zu helfen, zu erkennen, wie wichtig es ist, dass die Karten offen sind. Wenn ihr auf die Bühne geht, vor euch sitzen 10.000 Menschen und ihr sagt einfach, Heiliger Geist, komme, sind die Dämonen voller Angst und Schrecken, sobald er kommt. Sie schreien. Sie haben einfach Angst, weil sie den Heiligen Geist so sehr fürchten. Sie haben keine Angst vor der Religion. Sie haben keine Angst vor deinem Titel. Ich bin dort ein Pastor, ein Bischof. Du kannst ein Erzbischof sein und wer auch immer du sein möchtest. Wenn du nicht mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest, werden die Dämonen dich nicht fürchten. Ich werde ein Kreuz nehmen und es auf die Stirn einer besessenen Person halten. Es wird nicht funktionieren. Ich sage es euch gerade heraus. Ich werde schreien und die Worte, das Blut Jesu ausrufen. Es wird nicht funktionieren. Wenn der Heilige Geist kommt, fahren die Dämonen aus. Amen. Und ich sage das jetzt, preise Gott jetzt ganz laut. Und ich sage das, damit du jetzt erkennst und verstehst, dass der Heilige Geist mit dem Menschen durch seine Gedankenaktivität zusammenarbeitet. Und deine Gedanken, die Art und Weise, wie du Dinge siehst und verstehst, darf niemals von dem beeinflusst sein, was du tatsächlich erlebst. Es gibt eine Realität, in der die Menschen leben und sie sind von ihr überzeugt. Aber diese Realität, in der du dich gerade befindest, ich möchte, dass ihr mich jetzt versteht. Es gibt eine Realität von Gott und es gibt eine Realität, in der du lebst. Und wenn du an die Realität, in der du gerade lebst, gebunden bist, erkennst du nicht einmal, dass diese Realität eine Folge der Art und Weise ist, wie du vor einer Weile gedacht hast. Hat mich jemand gehört? Es ist nur eine Folge, sie ist auch nicht real. Kannst du mich hören oder nicht? Wie alles andere, was du gerade sehen kannst. Gott, so heißt es in der Schrift, nannte das Nicht-Existierende als existierend. Gott selbst hat das getan. Also hör zu, häng nicht an dieser Realität. An deiner Realität. Volle Schulden, Armut, Krankheit und Problemen. Sondern an der Realität, in der du sagst, ich bin gesund, ich bin glücklich, ich bin wohlhabend. Du musst erkennen, dass diese Realität, in der du lebst, ein Mythos ist, der sich auflösen wird. Und du wirst in das Bild eintreten, das du gesehen hast, in dem du gelebt hast. Was macht deine Gedankenaktivität? Der Heilige Geist ist der Schöpfer.
und er schöpft die ganze Zeit. Er hört nicht auf, er entwickelt die Erde. Er erschafft die ganze Zeit. Und damit er aktiv mit dir zusammenarbeiten kann, musst du ein paar Prinzipien verstehen. Zuallererst schreibe dir das auf. Musst du bei der Schöpfung die Initiative ergreifen. Das ist der springende Punkt. Ergreife die Initiative bei der Schöpfung. Was heißt das? Was bedeutet das? Freunde, das ist etwas, das der Heilige Geist sehr mag. Jede Passivität, Trägheit ist eine Folge eines Fluches. Hat mich jetzt jemand gehört oder nicht? Hirnfaulheit ist ein Fluch. Wenn ein Mensch nicht motiviert ist, wenn ein Mensch nicht aktiv ist, ist er außerhalb seiner Reichweite. Er ist außerhalb des Radius, in dem der Heilige Geist wirkt. Wenn du also darauf achtest, siehst du auch in der Geschichte, dass nur aktive Menschen mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet haben. Man muss in der Schöpfung also die Initiative ergreifen und immer zusammen mit dem Heiligen Geist erschaffen. Der zweite Punkt, schaut mal. Gott hat uns dazu berufen, über die dritte Dimension zu herrschen. Die Dimension der materiellen Welt. Und der Herr möchte, dass wir über alles herrschen, was wehtut, was leidet, was heute schrecklich und abstoßend ist, damit wir das alles gemeinsam mit dem Herrn durch unseren Glauben und seiner Macht heute anfangen zu verändern. Gott wird niemals außerhalb von dir handeln. Er wirkt durch dich. Wenn du also mit Gott zusammenarbeitest, kannst du große, aber auch kleine Wunder sehen. Es gibt also unglaublich große Wunder. Aber es gibt auch sehr kleine Wunder. Nun wirklich, es gibt kleine Wunder. Ein Geschäftsmann zum Beispiel, der, sagen wir, $50,000 im Monat verdient. Das ist ein kleines Wunder. Er mag vielleicht denken, dass es groß ist, aber in der Tat ist das ein kleines Wunder. Und jemand anderes erlebt ein anderes Wunder. Er verdient zum Beispiel $50 Millionen. Worin liegt aber der Unterschied? Wir alle fragen uns, wenn Gott doch allmächtig ist, warum erschafft er es dann nicht? Nun, warum tut er es nicht? Weil die Größe von Wundern nicht von Gott bestimmt wird, sondern von der Größe deines Glaubens. Schreibe dir das auf. Die Größe von Wundern wird nicht von Gott bestimmt, sondern von der Größe deines Glaubens. Gott wird nie mehr tun, als du in deinem Herzen hast. Wir erschaffen die Begrenzungen. Wir sind es. Und deshalb, Freunde, wenn es um Wunder und übernatürliche Veränderungen geht, müssen wir verstehen, dass Gott allmächtig ist, doch seine Allmacht wird sich in meinem Leben entsprechend der Größe meines Glaubens zeigen. In welchem Maß es mein Glaube und meine Gedanken erlauben. Damit ich also zu großen Wundern komme, ich rate euch jetzt mitzuschreiben, damit ich zur Allmacht Gottes komme, damit ich mit dem Heiligen Geist auf einer hohen Ebene zusammenarbeiten kann, muss ich meine Denkweise erneuern. Ich muss ständig, buchstäblich rund um die Uhr an meiner Denktätigkeit arbeiten, damit ich alle Überzeugungen, die ich hatte, erkennen kann. All die verschiedenen Arten von Glaubenssätzen. Und diese Überzeugungen können aus unserer Kindheit stammen. Die können aus unserer Jugend stammen. Wisst ihr, woher sie kommen können? Möchtet ihr, dass ich euch etwas erzähle? Hallo? Seid ihr sicher, dass ihr das hören wollt? Ich meine es ernst. Seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr das hören wollt? Ich werde euch sagen, woher. Sie könnten aus der Gemeinde gekommen sein, in der ihr saßt. Dort hast du womöglich ein unreifes Wort gehört. Und du könntest in der Gemeinde etwas falsch verstanden haben. Oft passiert es, Freunde, ich sage euch das ganz offen, dass die Menschen in der Gemeinde ein falsches Wort bekommen. Denn wenn ein Mensch die Verunglimpfung oder die Verurteilung und so weiter hört,
ist er noch offener, als er es als Kind war. Das alles gelangt in seinen Geist. Und dann kann er nicht verstehen, warum er nicht mit Gott zusammenarbeiten kann. Denn sie sagten, dass wenn es einen Menschen gibt und ihm die Beine oder die Hände genommen wurden oder er gestorben ist, er gesündigt und Gott ihn bestraft hat. Oft hört man solche Aussagen in der Gemeinde. Diese Zeugnisse beeinflussen die Menschen. Hört ihr mich oder nicht? Und dann sagt ein Mensch, ich bin auch ein Sünder. Wird es mir also auch schlecht gehen? Liebt Gott mich auch nicht? Aber hören Sie mal, es gab dort diesen Prediger und diesen Prediger. Hört mir zu. Merkt euch eine Sache, liebe Pastoren, ich richte mich an euch. Wenn wir das Wort predigen, dann muss es immer Nahrung vom Himmel sein. Es muss Brot sein, das die Seele nährt, den Geist, das das Leben eines Menschen verändert. Wenn ein Mensch in die Gemeinde gekommen ist, sollten wir als Pastoren ein Ziel haben. Gott, gebrauche mich. Gott ist Licht. Und in ihm gibt es keine Finsternis. Setzt dazu ein klares Amen. Wenn also etwas Dunkelheit hervorscheint, wisst ihr, in einer biblischen Predigt, wisst ihr, man kann sogar etwas aus der Bibel zitieren. Aber nein, das Wort soll dich im Inneren immer aufrichten. Hört mich jemand oder nicht? Das Wort soll dich aufrichten. Das Wort soll dir helfen, aufzustehen, auf die Beine zu kommen. Sagt hier jemand Amen? Gebt Gott die Ehre. Ich möchte meine Gedankenaktivität entwickeln. Ich will Dinge aus dem Weg räumen. Ganz genau. Selbst wenn ich nur zufällig in die Gemeinde gekommen bin, ein unreifer Prediger herauskam und mir etwas erzählt hat und so weiter und so fort. Und ich dabei einige obskure Dinge aufgeschnappt habe. Nein, Freunde, ich will das alles unterbrechen. Kann mich jemand hören oder nicht? Ich will kein religiöser Mensch sein. Ich will keine Angst haben. Ich will nicht beunruhigt sein. Ich weiß, dass Gott das Licht ist, dass Gott die Liebe ist. In Wirklichkeit ist Gott doch gut. Und ich verstehe nicht, warum ich heute Angst habe. Es bedeutet, dass ich etwas Falsches gegessen habe. Nicht wahr? Also möchte ich mit Gott zusammen sein. Ich will mit ihm zusammenarbeiten. Ich möchte Dinge positiv sehen. Aber wenn der morgige Tag schlecht ist und ich Gott habe und ich gläubig bin, was ist dann das Problem? Warum ist es so? Warum beschützt mein Gott mich nicht? Fangt an zu erkennen, dass ihr mit dem wahren Gott zusammenarbeitet. Könnt ihr mich alle hören? Das bedeutet, dass bei dir alles gut sein wird. Nein. Das bedeutet, dass du ein Gewinner bist. Ich höre keinen guten Applaus. Ich wundere mich nur darüber, dass wir manchmal in der Gemeinde sind, dass wir gläubig sind, dass wir die Bibel lesen, aber zur gleichen Zeit. Denn sehr oft konsultiere ich Gläubige. Haben sie innerlich Schmerzen, Depressionen, Leiden, Probleme im Leben, der Teufel greift sie an und so weiter. Ist es nicht an der Zeit, das alles zu ändern? Und ich weiß, wie man das macht. Zuerst musst du mit deinem Verstand beginnen. Was sind Komplexe? Wisst ihr das Wort Komplexe? Es ist eigentlich eine so schreckliche Sache. Es ist, wenn ein Mensch im Geheimen seiner Seele langsam an sich selbst zerfrisst. Innerlich wird er gequält, weil er denkt, dass er etwas in etwas falsch macht. Und ich sage euch, dass dies das Ergebnis eines nicht erneuerten Verstandes ist. Denn jeder Einzelne von euch, ihr alle, liebe Zuschauer, wir sind alle von Gott gesegnete Menschen. Aber wir werden das nicht erleben, wenn wir nicht anfangen, so zu denken. Das müssen wir uns hier zu eigen machen. Auch so. Halleluja. Ich möchte euch nur ein Beispiel geben. Es gibt einen Mann namens Abraham. Lasst uns sein Leben anschauen. Die Heilige Schrift sagt, dass Abraham mit seinem Vater ausging. Das steht in 1. Mose, Kapitel 11, Vers 31. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot und so weiter und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach starb in Haran, 12. Kapitel. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will.
Gott verspricht Abraham von Anfang an und sagt in Vers 2, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abraham geht also. Und zu diesem Zeitpunkt, wie die Bibel weiter beschreibt, wusste Abraham noch nicht einmal, wie das geschehen sollte. Denn Sarah war unfruchtbar. Und Abraham war schon alt. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, was mit Abraham geschah. Das steht im Römerbrief. Schlagt mit mir Römer auf, wer es kann. Und hier steht in Römer Kapitel 4. Und hier steht, Vers 16 und 17. Ab Vers 16 steht hier, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er glaubte übermütig und hoffnungsvoll, wodurch er zum Vater vieler Völker wurde. Nach dem, was gesagt worden ist, so zahlreich soll dein Same sein. Achtung! Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht. Spricht mir nach, er zog es nicht in Betracht. Du musst jetzt etwas begreifen, er hat nicht darüber gedacht. Sagt, darüber gedacht. Dieses Wort Gedanke ist das Schlüsselwort hier. Schaut mal, was hier steht. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Wow! Und die Salbung Gottes ist jetzt gekommen. Wirklich. Hört zu. Als er diese Verheißung erhielt, verstand er es erst nicht. Er ging dann zu Hagars Magd, schlief mit ihr und sie gebar Ismael. Und lange Zeit dachte er noch, Ismael würde auf der Welt sein. Aber dann kam Gott und sagte, nein, 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 du hast nichts verstanden. Ein Sohn wird dir geboren werden. Und das ist der Punkt, an dem, stellt euch das vor, der Fluch in Abrahams Leben war. Hört ihr das? Faktisch gesehen war Sarah unfruchtbar. Die Situation war schon sehr ernst. Das ging so weit, dass Abraham bereits 100 Jahre alt und sein Körper bereits im Sterben war. Und der Mutterleib von Sarah war ebenso bereits erstorben. Sie war unfruchtbar und ihr Mutterleib war erstorben. Alles sah sehr schlecht aus. Abraham ging mit Gott, schaut mal, ich will euch jetzt nur helfen, Freunde. Er hörte wirklich Gott. Doch er sah, dass sein Körper tot war, so wie Sarahs Mutterleib. Und dann kam der Moment der Wahrheit. Als Gott, ich werde das jetzt nicht vorlesen, ihr müsst die ganze Geschichte lesen. Bis Dienstag. Lest euch bitte die Geschichte über Abraham durch. Und da kam der Moment, in dem die Engel bereits gekommen sind und sagten, dass Sarah in einem Jahr ihren Sohn in den Armen halten wird. Und in diesem Moment, Freunde, als es diesen Fluch gab, dann noch die Unfruchtbarkeit und all das aufeinander stieß, in diesem Moment sagt die Schrift, als er es hörte, hört zu, das steht in der Bibel. Ist euch aufgefallen, wie es in Römer Kapitel 4 geschrieben steht? Abraham aber glaubte Gott voller Hoffnung. Habt ihr das schon gehört? Doch wenn ihr erst das vierte Kapitel lest, und danach 1. Mose Kapitel 12, dann hört mir zu. Da steht, dass als Gott zu Abraham sprach, er es nicht glaubte und Sarah lachte. Und dann sagte der Herr, du hast gelacht, du hast gelacht. Sie sagte aber, nein, ich habe nicht gelacht. Doch sie hat gelacht. Und es heißt, dass sie in Wirklichkeit nicht daran glaubten. Und Gott begann mit Abraham zu arbeiten, denn damit dies in Abrahams Leben geschehen konnte, hört gut zu, sagte Gott das Wort. Soll das Wort erfüllt werden oder nicht? Es muss erfüllt werden. Gott kann also dieses Wort nicht erfüllen und ein Wunder vollbringen, indem er Abrahams persönlichen Glauben umgeht. Er kann Abrahams persönlichen Gedanken nicht umgehen. Gott musste also mit Abraham zusammenarbeiten, damit Abraham zum Glauben kam. Und so heißt es in der Schrift, ihr werdet das alles lesen, wie er sagte, geh aus deinem Zelt raus.
Abraham sagte, lass Ismael da sein. Aber er sagte, tritt aus deinem Zelt aus. Und er begann, ihn in das Gesetz der vierten Dimension einzuführen. Er begann, ihn zu lehren, im Heiligen Geist zu sprechen, in der Sprache des Heiligen Geistes. Und er brachte ihn in diesen Zustand, in dem der Glaube geboren wird. Hat mich jemand gehört oder nicht? Gott selbst hat Abraham geholfen. Er selbst hat ihm geholfen. Und durch die vierte Dimension fing Abraham an, mit Glauben erfüllt zu werden. Kann mich jetzt jemand hören oder nicht? Und in diesem Moment, als er in die vierte Dimension eintrat, als er seine Kinder in den Sternen sah, als er auf den Sand schaute und seine Kinder sah, in diesem Moment, Freunde, in diesem Moment geschah das, was in Römer Kapitel 4 geschrieben steht, wo es heißt, dass er nicht mehr darüber nachdachte, dass sein Körper bereits tot war und dass Sarahs Mutterleib erstorben war. Und das war's. Er dachte an diesem Punkt nicht mehr darüber nach, denn die Folge deiner Denktätigkeit und der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist durch konzentrierte Bilder und Vorstellungen wird immer der Glaube sein, eine Offenbarung von Gott. Und das führt zu echten Wundern in eurem Leben. Brüder und Schwestern, versteht, Abraham wurde erfüllt und Römer Kapitel 4 wurde erfüllt und er wurde nicht schwach im Glauben und war voller Hoffnung und all das war das Ergebnis der Gedankentätigkeit. Und Abraham sah, stellt euch das vor, er sah, dass Sarah Isaac zur Welt brachte. Es geschah alles genau so, wie Gott es gesagt hatte. Gott sprach ein Wort in dein Leben. Ich spreche zu jemandem, liebe Zuschauer. Ich sage dir, das Wort, das Gott in dein gesprochen hat, ist da. Es existiert. Dieses Wort muss erfüllt werden, also arbeitet Gott an deinem Glauben. Und das beginnt mit deinem Verstand. Hört zu, Abraham sah bereits Isaak, die Jahre vergingen, versteht. Die Schrift sagt, dass Abraham weiterlebte und dann starb Sarah. Und Abraham, dessen Körper bereits erstorben war, heiratete ein zweites Mal. Habt ihr das in der Bibel gelesen? Und er bekam Kinder. Freunde, er war schon 130, 140 Jahre alt. Das ist gewaltig. Abraham war ein wirklich gesegneter Mann. Wo ein Fluch war, könnt ihr mich alle hören oder nicht? Ich spreche zu euch, Volk Gottes. Wo ein Fluch war, wo es keine Hoffnung mehr gab, dort, wo es eine vierte Dimension gab, kam ein Segen hin. Und das war solch ein Segen, an den Abraham in diesem Moment wohl nicht gedacht hätte. Er dachte vielleicht für sich selbst, für Sarah, aber er hatte keine Ahnung, dass wenn der Segen Gottes kommt, das keine Traurigkeit mit sich bringt. Gib Gott jetzt die Ehre. Ich weiß nicht, aber ihr preist Gott sehr leise, jubelt laut für ihn. Halleluja! Und Gott arbeitet weiter. Schaut mal, ich komme schon zum Schluss. Gott ist am Werk. Er arbeitete weiter mit Abraham zusammen. Und schaut mal, was passiert ist. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unfassbar. Schaut euch das einfach mal an. Kapitel 13, 1. Mose. Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hat. Hebe deine Augen auf von dem Ort, wohin du jetzt blickst, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen und über das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für immer. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Sand auf der Erde. Wenn jemand den Sand der Erde zählen kann, so sollen auch deine Nachkommen gezählt werden. So mache dich auf und durchstreife die Erde in Länge und Breite, denn ich will sie dir geben. Und Abraham verließ sein Zelt und ging hin. Hört mir zu. Gott löste das Problem von Abraham durch die vierte Dimension. Isaac wurde geboren. Und er arbeitete mit ihm weiter und sagte, jetzt musst du das Land sehen. Weil Isaac geboren wurde. Seine Nachkommenschaft wird groß sein. Sagt jemand darauf Amen? Es wird eine große Nation sein. Und diese große Nation wird Land brauchen. Und ich will ihnen das beste Land geben. Und Gott sagte, jetzt, da Isaac bereits geboren wurde, muss das Land jetzt kommen. Schau, sagte er. Schaut,
Und die ganze Erde, die du siehst, gebe ich dir und deinen Nachkommen für immer. Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, stellt sich heraus, dass Gott wirklich mit dem Menschen zusammenarbeitet. Wir lesen zwar über Abraham, doch all das ist für dich persönlich geschrieben. Damit du anfängst, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Damit du den Segen sehen kannst in deinem Leben. Brüder und Schwestern, ich möchte dies heute zu allen sagen. Ihr müsst wissen, dass Gott selbst darauf wartet, dass ihr dieses Geheimnis erfahrt. Dieses Geheimnis, dass er mit euch zusammenarbeitet. Er spricht mit dir, er hat seine Sprache. Die Sprache des Heiligen Geistes. Es ist an der Zeit, die Tür für alle Dämonen zu schließen. Es ist an der Zeit, einfach zu sagen, ich werde diesen Gedanken nicht mehr nachgeben. Ich will mich mit Dingen auseinandersetzen. Ich werde nicht mehr auf diese Weise denken. Ich sehe mich als einen anderen Menschen. Ich treffe die Entscheidung. Ich erlebe darin Gott. Und ich weiß, dass Abraham die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Und er ist unser Vater. Von Abraham stammen wir alle heute ab. Hört ihr das oder nicht? Die Schrift sagt, dass diejenigen, die heute geistlich wiedergeboren sind, Abrahams Erben sind. Denn Abrahams Hauptfamilie, Freunde, war Christus, der Sohn Davids. Und heute sind wir in Christus. Wir sind die Nachfahren Abrahams. Schaut euch um. Schaut euch um. Wir sind die Nachfahren Abrahams. Und wir müssen lernen, auf seinen Wegen zu wandeln. Halleluja! Lasst uns jetzt aufstehen. Oh mein Gott! Wir preisen dich, großer Herr. Halleluja! Wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir. Herr, an diesem Tag beten wir zu dir und schließen die Tür der negativen Gedanken. Wir schließen die Tür zu all diesen negativen Ängsten, Gedanken und Bildern. Und wir schauen heute auf deine Verheißung. Wir verwandeln sie in unser lebendiges Bild, unsere lebendige Vision. Großer Gott! Halleluja! König der Könige! Lasst uns für ihn singen! Halleluja! Erhebt eure Hände und sagt aus tiefstem Herzen zu ihm: Halleluja! 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 Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Brüder und Schwestern, im Römerbrief Kapitel 4 heißt es, er zog seinen Körper nicht in Betracht. Und als er sah, dass sein Körper alt war, als er sah, dass Sarahs Mutterleib erstorben war, er zog das nicht in Betracht, er dachte nicht darüber nach. Wie wichtig ist es für uns, das Gesetz der vierten Dimension zu verstehen und zu erkennen, dass es uns nicht erlaubt ist, über viele Dinge nachzudenken. Wir dürfen es nicht, auch wenn es unsere Realität ist, in der wir uns befinden. Du sollst noch mehr an die Realität Gottes glauben, selbst wenn du sie mit deinen eigenen Augen siehst, wie Abraham. Denke nicht darüber nach.
Denke nicht über das Negative nach. Denke nicht über das nach, was der Teufel dir als Nahrung gibt. Denke nicht darüber nach. Weigere dich. Sondern ganz im Gegenteil. Schau auf die Belohnung. Schau auf die Herrlichkeit Gottes. Fang an, darüber nachzudenken, was du in deinem eigenen Bild siehst. Wenn du krank bist, denke darüber nach. Mache dir ein lebendiges Bild davon, dass du gesund bist, dass du stark bist, dass du glücklich bist. Freunde, hebt eure Hände. Lasst uns noch einmal für ihn singen. Gelobt seist du, Herr. Oh mein Gott, gelobt seist du. Zu dir, gelobt seist du, gelobt seist du. Gelobt sei. Ehre sei dir. Gegrüßt seist du. Gelobt seist du. Gelobt seist du, gepriesen seist du, gepriesen seist du. Halleluja. Gepriesen seist du. Ehre sei dir.